Monsieur, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux commentaires du Conseil fédéral sur la votation qui vient de se dérouler. Vous avez pris connaissance des résultats, 64,88% de non pour l'initiative populaire alléger les impôts sur les salaires et 64,10% d'acceptation pour le mariage pour tous avec une participation de 52,6%. Nous prendrons ces deux thèmes dans l'ordre que je viens d'évoquer. Pour le premier thème, Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Frau Kollegin, meine Damen und Herren, die Initiative hat einen populären Titel, könnte man sagen. Die Debatte, sofern sie überhaupt stattgefunden hat, war sehr pragmatisch und konstruktiv, habe ich sie erlebt. Das heutige Resultat kann wohl so interpretiert werden, dass die Mehrheit der Bevölkerung, genau wie die Mehrheit des Parlaments, den Eindruck hat, dass die Umverteilung, wie sie in der Schweiz stattfindet, genügend ist. Die Elemente dazu sind eine sehr starke Progression bei der direkten Bundessteuer, sind die Umverteilung bei den Sozialleistungen und ist wohl auch die Tatsache, dass die Schweiz als eines der einzigen westlichen Industrieländer eine Vermögensteuer hat. Diese Elemente sind in der Beurteilung, waren in der Beurteilung des Bundesrates, des Parlaments und heute auch im Volk Elemente, die auch zum Ausdruck bringen, dass die Umverteilung, die eigentlich weitergehen sollte mit dieser Initiative, grundsätzlich genügt. Damit ist dieses Kapitel geschlossen. Das Steuersystem funktioniert so. Wir werden aber eine Reihe von Vorlagen haben für Steuern, die im weitesten Sinne diese Thematik weiter bestreiten. Wir haben demnächst eine Vorlage, das heißt, sie ist bereits verabschiedet, höhere Abzüge für die Krankenkassenprämien. Wir haben eine Vorlage unterwegs, letzte Woche im Bundesrat verabschiedet, Mehrwertsteuer. Auch dort gibt es Entlastungen, beispielsweise Hygieneartikel ist dort das Thema. Und der Bundesrat hat ebenfalls einen Bericht verabschiedet. Ehepaarstrafe, also Heiratsstrafe, also diese drei Objekte betreffen die natürlichen Personen. Wahrscheinlich werden wir bereits im Februar eine weitere Abstimmung haben zur Steuer. Das ist die Emissionsabgabe. Unterwegs ist die Verrechnungssteuer. Und ebenfalls unterwegs ist die Tonnage-Tax und wir arbeiten an der Umsetzung, einer möglichen Umsetzung der OECD-Steuerreform. Also wir haben nicht weniger als 7 aktuelle Steuerprojekte unterwegs in verschiedenen Stadien. Und das bringt auch zum Ausdruck, dass wir ein relativ austariertes System haben, das als Gesamtpaket beurteilt werden muss. Und sobald man einzelne Elemente herausgreift, gerät man in Gefahr, dass dieses Gesamtpaket etwas aus den Fugen gerät. Das war wohl auch ein wichtiger Grund in der Beurteilung, habe ich auch so erlebt in den Debatten, dass man insgesamt das Gefühl hat, unser Steuersystem funktioniert, es ist in sich ausgewogen und große Veränderungen, wie das diese Initiative vorgesehen hätte, würden nicht zum Erfolg führen. Das vielleicht zusammengefasst, der Bundesrat, denke ich, ist zufrieden mit diesem Ergebnis, auch das Parlament und wir haben weitere Steuerprojekte, die uns interessieren und mit denen wir unterwegs sind. Besten Dank. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous prenons vos questions sur ce premier thème. Vous avez la parole. Avez-vous des questions? Monsieur Burkhardt. Die Sonntagszeitung berichtet heute von einem Arbeitspapier, das die Wirtschaftsverbände Economy Suisse und Swiss Holdings beim SIF eingereicht hätten, indem sie zusätzliche Subventionen oder Entlastungen für Unternehmen fordern im Zusammenhang mit dieser OECD-Mindestbesteuerung von 15%. Können Sie etwas mit diesem Papier anfangen? Nein. Also diese Vorschläge sind für Sie außer Diskussion. Also wir wissen ja noch nicht, welche Eckwerte am Schluss diese OECD-Steuerreform begleiten werden. Und das Papier ist aus Sicht der Unternehmen ein Vorschlag, wie man das kompensieren könnte. Aber es gibt fast alle Objekte, die dort aufgelistet sind, werden so nicht gehen. Aber es ist ein Diskussionsbeitrag von vielen, die wir im Moment bearbeiten. Wir haben in diesem Zusammenhang ja 4 Arbeitsgruppen. Einerseits arbeiten wir international mit Ländern zusammen, die ähnlich aufgestellt sind. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit den ganz großen Unternehmen. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit den Kantonen auf technischer Ebene, mit Kantonen und Gemeinden auf politischer Ebene. Und dieses Papier kam es von Swiss Holdings, glaube ich, das zitiert war heute in den Medien. Das ist eines von vielen, die im Moment auf dem Tisch liegen. Aber da
muss eigentlich noch niemand Angst haben, dass das dann so und auch sich nicht freuen, dass das so umgesetzt wird. Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est pas le cas. Je vous propose donc de passer au mariage pour tous. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, sehr geehrter Vizekanzler, geschätzter Kollege Ueli Maurer, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben heute der Ehe für alle mit einer klaren Mehrheit von 64% der Stimmen zugestimmt. Ich stelle außerdem fest, dass alle Kantone zugestimmt haben, obwohl die Mehrheit der Kantone bei einem Referendum, das wissen Sie, nicht nötig gewesen wäre. Die Ehe wird damit neu allen Partnern offenstehen, unabhängig des Geschlechts der Partnerinnen oder Partner. Damit werden künftig also alle gleich und verschieden geschlechtlichen Paare vor dem Gesetz auch gleich behandelt. Alle Paare können eine Zivilehe eingehen mit den gleichen Rechten und Pflichten. Der Bundesrat begrüßt diesen Entscheid, denn der Staat soll den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihr Privatleben zu gestalten haben. Der heutige Schritt ist auch wichtig, weil die Ehe für viele gleichgeschlechtliche Paare auch einen großen symbolischen Wert hat. Es ist eine Form der Anerkennung durch die Gesellschaft. Schließlich, und das ist ebenfalls wichtig, ist die religiöse Ehe von diesem Resultat nicht betroffen. Hingegen wird die eingetragene Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren mit diesem Entscheid jetzt hinfällig. Sie kann in eine Ehe umgewandelt, aber nicht mehr eingegangen werden. Also die eingetragene Partnerschaft wird dann ab Inkrafttreten nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit fallen auch die rechtlichen Unterschiede weg, die zwischen einer eingetragenen Partnerschaft und einer Ehe bestanden haben. Konkret erhalten gleichgeschlechtliche Paare neu auch Zugang zur gemeinschaftlichen Adoption. Bisher konnten gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, das Kind der Partnerin oder des Partners adoptieren, die sogenannte Stiefkindadoption. Das war bis heute schon möglich. Verheiratete Frauenpaare sollen neu zudem die gesetzlich geregelte Samenspende in Anspruch nehmen können. Sie erhalten damit Zugang zu einem geregelten Verfahren, das auch die Rechte des Kindes sicherstellt. Ich möchte aber betonen, die anonyme Samenspende bleibt in der Schweiz für alle Paare, gleich ob gleichgeschlechtlich oder eben heterosexuell verboten. Ebenfalls verboten bleiben die Eizellenspende und auch die Leihmutterschaft. Sie wissen, dass die Bundesverfassung die Leihmutterschaft nicht zulässt. Und schließlich wird die erleichterte Einbürgerung mit der Öffnung der Ehe auch für die ausländische Ehefrau einer Schweizerin und den ausländischen Ehemann eines Schweizers gelten. Der Bundesrat wird den Volkswillen rasch umsetzen. Es braucht aber noch Anpassungen auf Verordnungsstufe. Nach heutiger Planung können die neuen Bestimmungen am 1. Juli 2022 in Kraft treten. Voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten. Paare, die bereits in einer eingetragenen Partnerschaft leben, können, wenn sie es wollen, diese ebenfalls ab diesem Datum unbürokratisch in eine zivile Ehe umwandeln. Wer sich liebt und heiraten will, soll das künftig tun dürfen, und zwar unabhängig, ob es sich dabei um zwei Männer, zwei Frauen oder um einen Mann und eine Frau handelt. Le Conseil fédéral a soutenu la suppression de l'inégalité de traitement actuelle. Il salue le net résultat du scrutin. Rien ne change en ce qui concerne les couples composés d'une femme et d'un homme. L'ouverture du mariage civil à tous les couples ne les pénalise pas. Mais pour les personnes directement concernées, c'est un pas important qu'a décidé le peuple aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la conseillère fédérale. Nous prenons vos questions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Kellin. Eine Frage zum Vaterschaftsurlaub. Wenn eine Ehefrau mit Samenspende ein Kind gebiert, hat nachher die Partnerin auch das Anrecht auf zwei Wochen quasi Vaterschaftsurlaub? Nein, das ist heute nicht so, Herr Kellin. Sie haben ja gesehen, dass in dieser Vorlage, und das Parlament hat ja diese Vorlage gemacht, gestützt auf eine parlamentarische Initiative, in dieser Vorlage
hat man bewusst diese sozialversicherungsrechtlichen Fragen noch nicht behandelt. Man hat das abgespalten. Es war ja schon strittig, ob man die Frage der Samenspende in diese Vorlage aufnehmen sollte oder wollte. Das ist ja dann passiert. Aber die sozialversicherungsrechtlichen Fragen wird das Parlament in einer zweiten Phase sicherlich noch behandeln und klären. Prochaine question, Monsieur Berloch. Es gibt ja Themenbereiche, die eben, wie Sie gesagt haben, weggelassen wurden und die auch heute wieder aufs Tapet gebracht wurden, zum Beispiel die private Samenspende und die Leihmutterschaft. Sehen Sie da politisch und gesellschaftlich überhaupt Spielraum, dass das behandelt werden könnte? Also gut, die private Samenspende, solange sie anonym ist, ist einfach verboten. Respektive, das führt dazu, dass nicht beide Frauen bei der Geburt des Kindes als Mütter eingeteilt oder anerkannt werden. Das war ja die Diskussion im Parlament. Sie können sich erinnern, es gab damals einen Antrag, der wollte, dass bei einer Samenspende beide Frauen zum Zeitpunkt der Geburt als Eltern anerkannt werden. Der Bundesrat hat das bekämpft, weil es gibt verfassungsrechtlich das Recht jedes Menschen in der Schweiz zu wissen, woher er kommt, also das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung. Das ist nur gewährleistet, wenn die Samenspende eingetragen wird im Register beim Bundesamt für Justiz. Mit der Lösung, die jetzt verabschiedet wurde durch das Volk, ist das gewährleistet, weil wir haben eine Lösung gemäß dem Fortpflanzungsmedizingesetz. Das heißt, es muss eine Samenspende sein, die anerkannt ist. Die Leihmutterschaft ist per Verfassung verboten. Ich sehe im Moment hier wirklich keinen Spielraum. Ich persönlich habe immer auch im Abstimmungskampf gesagt, ich sei dagegen. Da stellen sich dann schon verschiedene ethische und schwierige Fragen. Oder auch die Frage, dass Frauen ausgebeutet werden können. Obwohl man sich auch hier, das gebe ich zu, nichts vormachen muss. Es gibt die Leihmutterschaft im Ausland. Es gibt auch Männer, die Kinder über eine Leihmutter haben und diese Kinder dann in der Schweiz adoptieren. Ich weiß nicht, ich profitiere davon, der neue Direktor des BEOT ist hier seit dem 1. September, Michael Schöll, ob er etwas ergänzen will. Er ist auch ein Spezialist in diesen Fragen. Vielen Dank, Frau Bundesrätin. Es ist, wie Sie gesagt haben, die Leihmutterschaft ist verfassungsrechtlich verboten in der Schweiz. Das hat nicht gehindert, dass verschiedene Schweizer Paare Leihmutterschaft im Ausland in Anspruch genommen haben. Das stellt nicht zuletzt die Kinder selbst, aber auch die Eltern und vor allem die Behörden vor sehr schwierige Fragen. Es gibt in der Zwischenzeit eine gewisse Praxis, wie die Behörden und die Gerichte mit diesen Konstellationen umgeben, aber es ist sind sicher grundsätzliche Fragen, mit denen sich der Gesetzgeber mittelfristig befassen muss. Jetzt die andere Question. Monsieur Kelly. Ja, vielleicht eine Detailfrage. Also bei heterosexuellen Paaren und der Samenspende, da hat der Arzt, der schaut eigentlich, dass der Samenspender, dass er eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem rechtlichen Vater. Ist da irgendeine Regelung vorgesehen bei zwei Frauen oder wird die Samenspende arbiträr ausgewählt? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin hier nicht eine Spezialistin der Samenspende, aber vielleicht hat Herr Schöll eine Idee. Das Fortpflanzungsmedizingesetz ist ja nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, aber vielleicht können Sie, Herr Schöll, hier etwas sagen. Ich weiß es nicht. Ja, vielen Dank. Es gibt diese Regel im Fortpflanzungsmedizin tatsächlich und die wendet sich eigentlich auch auf die neue Konstellation an. Diese Regel, die ist vom Parlament im Rahmen dieser Vorlage nicht angepasst worden. Y a-t-il d'autres questions? Si ça n'est pas le cas, nous concluons ici cette conférence de presse. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche.